Tja Leute, kommt zum Kongress bewusst gemeinsam leben. Denn das gemeinsame Leben, das gemeinsame Kreieren, das Co-Kreieren ist ein Zeichen der Zeit. Und ich denke, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie Klimawandel, Plastikverschmutzung, Biodiversitätsverlust und viele andere, aber auch Burnout, Vereinsamung, Konsensbildung, Demokratie, um all diese Dinge neu zu beleben und vor allen Dingen einen politisch kreativen Geist zu erzeugen, braucht es gute Vorbilder. Und genau diese Vorbilder findet ihr bei der Veranstaltung Bewusst gemeinsam leben in Salzburg.